Doro Kiwa ist eigentlich ja eine Eisenbahnergewerkschaft. Wie kam es denn zu Ihrem Anti-Atom-Engagement? Die gewöhnliche, also normale Gewerkschaften in Japan kämpfen nur so ökonomisch, also für ökonomische, also Interessen. Aber wir haben gedacht, unsere Gewerkschaft muss auch mit Politik zu tun haben gedacht. In Japan gibt es also große Bewegungen gegen Nuklearwaffen, also zwei Bewegungen. Also einmal also sozialdemokratisch geführt, zum anderen kommunistisch geführt. Und diese beiden also Bewegungen waren und vielleicht jetzt noch sind gegen Nuklearwaffen, aber für die zivile Nutzung der Atomenergie. Aber wir waren und sind dagegen, gegen beides. Das ist unsere Position. Ihre Gewerkschaft wirft TEPCO, dem Betreiber des AKW Fukushima, ja Versagen beim Katastrophenmanagement vor und auch Desinformation. Wie haben Sie denn das Agieren von TEPCO wahrgenommen? Also nicht nur TEPCO, sondern auch Elektrokonzerne. Es waren 9 Elektrokonzerne, einschließlich von TEPCO. Also diese Elektrokonzerne, unterstützt von der Regierung, haben die AKW-Politik vorangetrieben. Also das ist, wissen Sie, schon ziemlich selbstmörderisch. Japan ist ein Erdbebenland und Tsunami-Land. Sehr oft, auch jetzt, erfahren wir Erdbeben und ab und zu mal Tsunami. Und in Japan haben wir 54 AKWs. Ja, das sind schon selbstmörderisch. Wir wissen schon, dass schon Hochwasser, Tsunami von 20 Metern oder manchmal 30 Metern, solche Tsunamis oder Hochwasser gab es ja in der Geschichte, in der japanischen Geschichte. Deshalb ist es selbstmörderisch, dass man in Japan solche AKWs gebaut hat. Und wie haben Sie dann das Katastrophen- und Krisenmanagement von TEPCO und der Regierung wahrgenommen? Wie bewerten Sie das? TEPCO sagt, unser Supergau in Japan ist nur 10% von Tschernobyl. Ja, aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ja, die ehrlichen Wissenschaftler sagen jetzt, unser Supergau in Japan ist quantitativ, ja, Radioaktivität, quantitativ 5-mal schlimmer als Tschernobyl. Auch in Tokio zum Beispiel, ich wohne in Tokio, auch in Tokio gibt es Hotspots, hochradioaktive Plätze. Sowas gibt es oft, auch in Tokio. Und deshalb Massenevakuierung zum Beispiel aus der Fukushima-Präfektur ist eigentlich nötig, glaube ich. Also das sagen auch viele kritische Wissenschaftler. Aber die japanische Regierung erkennt das Recht auf Evakuierung nicht an. Im Gegenteil. Die Regierung sagt, der Supergau ist schon unter Kontrolle. Man kann zurückkehren. In der Heimat, in den betroffenen Gebieten. Aber das ist sehr, sehr gefährlich. Die Situation in Japan ist schlimmer als Tschernobyl. Das ist eine Tatsache. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben zu den Folgen für die Bevölkerung durch die nukleare Katastrophe, jetzt ein Jahr danach? Durch die Katastrophe vom 11. März gab es ca. 20.000 Toten und Vermisste insgesamt, unmittelbar gestorben und vermisst. Aber Folgen der Radioaktivität kommen erst später. Schon haben wir mehrere Fälle bei den Kindern, Schilddrüsenkrebs oder solche Gefahr, ja, haben wir schon festgestellt. Oder Durchfall, Durchfall oder sowas, solche radioaktiv bedingte Symptome können wir feststellen. Aber die regierungsfreundlichen Ärzte, Wissenschaftler sagen, nein, das hat mit der Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. So was sagen sie? Das schlimmste Fall ist zum Beispiel Shunichi Yamashita. Sie kennen vielleicht diesen Namen. Shunichi Yamashita ist nämlich Vizepräsident der Fukushima Medical University. Und was sagt dieser Mann, dieser sogenannte Professor? Er sagt zum Beispiel, Strahlendosen
von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Oder Lächeln kann die Schäden der Radioaktivität drastisch vermindern. Also bitte lächeln, kein Problem. Oder die Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper, also wissenschaftlich die innere Strahlung, ist nicht gesundheitsgefährdend. Dieser Mann sagte sowas und das ist nämlich die Grundposition von TEPCO und der jetzigen Regierung. Wie sieht denn im Augenblick der Kurs der jetzigen Regierung aus in Sachen Atomkraft? Ja, die Regierung hat also Mitte Dezember gesagt, der Super-GAU sei vorbei, die sogenannte kalte Abschaltung sei schon erreicht. Deshalb kann man und muss man an die Wiederinbetriebnahme und Export der AKWs denken. Und das ist die also unerschütterliche Politik der Regierung und der Finanzwelt. Hinter der Regierung, also steckt die Atommafia, also Finanzwelt. Es gibt ja sogar, soviel ich weiß, in Japan ein Wort dafür, Atomdorf, was einfach ein korruptes Netzwerk aus Atomindustrie, Politik, Aufsichtsbehörden und Wissenschaft meint. Ist es denn nach wie vor so aktiv und bestimmt die Politik? Ja, sicher. Also Atomdorf, das ist also eine direkte Übersetzung, ne? Also Atommafia, also ihr Wort, also ihr deutsches Wort ist vielleicht also Atommafia, aber das macht nichts. Also diese also Finanzwelt oder Regierung und regierungsfreundliche Wissenschaftler, Professoren, Ärzte und Massmedien, ja, dieser Komplex ist immer noch sehr stark und immer noch sehr, sehr einflussreich in Japan. Und diese Atommafia müssen wir brechen, also letzten Endes müssen wir also brechen. Das muss man machen. Sie fordern ja einen kompletten Ausstieg aus der atomaren... Also unsere Lösung ist, alle AKWs abschalten und rückbauen, sofort. Für eine Welt ohne AKWs und Kernwaffen. Das ist unsere also grundlegende Position. Seit Beginn der Atomära in Japan in den 1950er Jahren gibt es eine Anti-Atomkraftbewegung. Die war aber immer sehr klein und eher regional begrenzt. Jetzt gibt es schon einen ziemlichen Aufschwung. Wie sehen Sie denn die zunehmenden Erfolge der Anti-Atombewegung in Japan? Die Situation hat sich also seit dem 11. März völlig geändert. Viele Leute, auch konservative Leute, ja,
sagen, also AKW sind sehr problematisch, wir brauchen keine AKWs. Deshalb unsere Bewegung, also Anti-AKW-Bewegung, ist jetzt ziemlich groß. Zum Beispiel am 11. Februar haben wir eine Großkundgebung von 12.000 Leuten in Tokio. Und am 11. März, das ist sehr wichtig, am 11. März gibt es eine Großkundgebung in der Fukushima-Präfektur, also vor Ort. Ja? Und dort kommen nach unserer Einschätzung 20.000 Leute. Wie reagiert die Regierung und der Staat darauf? Sie hatten ja schon mal eine Demonstration organisiert, wo Sie auch Unterschriftenlisten an TEPCO überreichen wollten und dort gab es auch Festnahmen. Unsere Bewegung, das heißt die Anti-AKW-Bewegung in Japan ist ziemlich groß. Deshalb kann die Regierung zum Beispiel also Proteste Zeltdorf, also vor dem Wirtschaftsministerium, nicht also kaputt machen. Das wollte sie die Regierung eigentlich machen Ende Januar. Aber das wurde verhindert durch die Proteste der Leute. Wissen Sie denn da die breite Bevölkerung hinter sich in Ihren Forderungen? Jetzt also 70% der Leute, Bevölkerung in Japan, sind gegen AKWs. Deshalb also nur zwei AKWs laufen jetzt, also 2 von 54 laufen jetzt. Aber in 2 Monaten gibt es keine. Gibt es keine mehr, die am Netz sind? Ja, keine mehr am Netz. Jetzt gibt es aber durchaus Bestrebungen der Regierung, dass die wieder in Kraft genommen werden. Atomstrom ist ja die Nummer 1 der Energieversorgung in Japan gewesen. Öl- und Gasimporte sind teuer und belasten die Wirtschaft. Wie schätzen Sie das ein? Atomenergie, ja. Also vor dem 11. März war 25 oder knapp 30% der gesamten Energielieferung. Aber ohne diese Energie haben wir genug Strom. Nur zwei AKWs laufen jetzt. Trotzdem kein, auf Englisch Blackout, also keine Strommangel. Das ist nämlich eine Lüge. Also ohne AKW kein Strom oder sowas, ja. Das ist immer wieder eine Lüge nach der anderen. Nun will die Regierung aber die AKWs, die gerade nicht in Betrieb sind, wieder anzufahren. Da gibt es gerade Konflikte auch mit den Gouverneuren der betroffenen Gebiete. Die wollen nämlich ihre Einwilligung dazu nicht geben. Wie schaut es in diesem Konflikt im Augenblick aus? Meisten Gouverneure in Japan, sind konservativ, ne? Und bisher diese Gouverneure haben Ja gesagt zu AKWs. Aber jetzt sind auch solche Leute ziemlich bedenklich. Und hinter diesen Gouverneuren gibt es eine breite Bevölkerung gegen AKWs. Deshalb es ist sehr schwierig für die Regierung und auch für die Gouverneure, okay zu sagen. Was glauben Sie, wer gewinnt in dieser Machtfrage? Natürlich, wir müssen weiter kämpfen. Also Kräfteverhältnisse, glaube ich, ne? Also wenn wir stark genug sind, können wir die Regierung zwingen. Und das müssen wir machen. Blicken wir auf den kommenden Sonntag. Das ist der erste Jahrestag nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Wie wird in Japan an diesem Tag gedacht? Also die Regierung will eine Großveranstaltung machen in Tokio, Gedenktag an Tote und Vermisste. Aber wir machen eine andere Veranstaltung, Alternative, mit den Leuten von Fukushima. In der Fukushima-Präfektur gibt es eine Stadt namens Koriyama. Dort machen wir eine Kundgebung und eine Großdemonstration. Also viele Gewerkschaftler und viele Bürger und viele Mütter vor Ort werden zu dieser Veranstaltung kommen, glaube ich. Wichtig ist, wir sagen, klar, wir brauchen keine AKWs, aber die Veranstaltung der Regierung in Tokio ist der ganz anderen Meinung. Also für die AKWs und Nuklearwaffen. Das ist nämlich ein grundlegender Unterschied zwischen der Regierungsveranstaltung und unserer Veranstaltung in Fukushima.
Es gab auch hier viele Berichte über die sehr schlechten Arbeitsbedingungen von den Mitarbeitern, die direkt nach dem Atomunfall in Fukushima in den AKWs das Schlimmste abgewendet haben. Es gibt dort auch viele Leiharbeiter. Wie ist die Situation im Augenblick von den Beschäftigten dort? Wissen Sie, also meisten Arbeiter, die unmittelbar mit den AKWs, also Fukushima Daiichi, zu tun haben, sind Leiharbeiter. Man sagt oft, also Wegwerfarbeiter. Ja? Diese Leute arbeiten 8.000 Yen, ungefähr 8.000 Yen pro Tag. Ganz billig. Fest eingestellte Arbeiter, zum Beispiel TEPCO oder so, ne? Arbeiten nicht vor Ort. Arbeiten also ganz entfernt von den AKWs oder ziemlich entfernt. Also die Arbeiter, die unmittelbar solche schmutzige Arbeit machen müssen, sind Leiharbeiter. Das kann man generell so sagen, dass die in den AKWs jetzt direkt arbeiten, alles nur Leiharbeiter sind? Nicht alles, die meisten. Die meisten Arbeiter sind Leiharbeiter. Das kann man also ruhig sagen, ja. Also das war immer so. Also regelmäßige Kontrolle oder Inspektion müssen auch gemacht werden, ne, seit Jahrzehnten. Also solche Arbeiten machten die solche Wegwerfarbeiter. Und diese Arbeiter sind nicht fest angestellt und also Arbeiter ganz unten, Koreaner zweiter Generation oder dritter Generation arbeiten in Fukushima jetzt. Auch Ausländer sind dabei. Und wie sind Ihre momentanen Arbeitsbedingungen? Es gibt immer wieder Berichte über Verstrahlung, gesundheitliche Schäden, aber auch, dass getrickst wird mit den Dosimetern und den Strahlen. Denn gerade die Leiharbeiter dort stehen ja stark unter Druck. Wenn sie zu stark verstrahlt sind, sind sie ihren Job los. Wie ist die Situation dort im Augenblick? Ja, also es ist so, diese Arbeiter, ja, können nur kurzfristig arbeiten. Viele wie Radioaktivität einatmen oder sowas, das passiert jeden Tag. Und die Grenzwerte gibt es. Ja? Deshalb, diese Arbeiter können nur kurzfristig arbeiten und dann, man muss auch hören. Natürlich vor Ort sind solche Leute hoher Radioaktivität ausgesetzt. Das ist eine Tatsache und einige Leute sind deswegen gestorben. Aber TEPCO oder die Regierung sagen immer, solche Fälle haben mit der Radioaktivität nichts zu tun. Aber das ist nicht wahr. Sie selbst machen ja auch noch andere Aktivitäten. Ihre Gewerkschaft Doroktiba ist noch beteiligt an dem Bau einer unabhängigen Klinik in Fukushima. Was soll das für eine Klinik werden? Also eigentlich gibt es ein Komitee für den Bau eines Krankenhauses oder Klinik für die Kinder von Fukushima, also besser gesagt Gesundheitszentrum. Solche also Komitee, also für den Bau, ja, gibt es schon, aber wir helfen also diesem Komitee. Wissen Sie, ich kann einigermaßen Deutsch und meine also Kollegen können einigermaßen Englisch oder Französisch, aber die Leute in Fukushima können kaum ausländische Sprachen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diesen Leuten helfen. Und was ist das Ziel dieses Gesundheitszentrums? Da wissen Sie, regierungsfreundliche Wissenschaftler, Ärzte und Krankenhäuser sagen zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Was machen diese Ärzte unter solchen Standpunkten? Und wir denken, da werden die Kinder von Fukushima zu Versuchskaninchen gemacht. Das ist nicht zuzulassen. Deshalb, wir wollen ein unabhängiges Gesundheitszentrum. Sowas brauchen wir. Durch die Katastrophe vom 11. März gab es ca. 20.000 Toten und Vermisste insgesamt. Also unmittelbar gestorben und vermisst. Aber Folgen der Radioaktivität kommen erst später. Schon haben wir so mehrere Fälle bei den Kindern. Schilddrüsenkrebs. Solche radioaktiv bedingte also Symptome können wir feststellen. Aber die regierungsfreundlichen Ärzte, Wissenschaftler sagen, nein, das hat mit der Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. Das schlimmste Fall ist zum Beispiel also Shunichi Yamashita. Shunichi Yamashita ist also nämlich Vizepräsident der Fukushima.
Fukushima Medical University. Er sagte zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Oder Lächeln kann die Schäden der Radioaktivität drastisch vermindern. Also bitte lächeln, kein Problem. Oder die Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper, also wissenschaftlich die innere Strahlung, ist nicht gesundheitsgefährdend. Und das ist nämlich die Grundposition von TEPCO und der jetzigen Regierung. Deshalb, wir brauchen ein unabhängiges Klinik, unabhängiges Gesundheitszentrum. Und dort werden Kinder und andere Patienten behandelt und Sie klären über Gesundheit oder Verstrahlung auf? Ziemlich alles muss gemacht werden, ne? Wissen Sie, wir haben Erfahrungen von Atombomben. Damals haben wir auch eine unabhängige Klinik gebaut in Hiroshima. Ja, das ist ein Beispiel. So eine Klinik gibt es in Hiroshima. Ne? Diese Klinik heißt Koyo Daiichi Klinik. Und diese Klinik ist eine Hoffnung für Überlebende. Und solche Klinik braucht auch Fukushima.